Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk. Bei mir zu Gast Bosse, Nina Gnädig, Oliver Kuletzki und Simone Hanselmann. Die Lieblingsbegrüßungsfloskel von allen Erdenbürgern ist: Na, wie geht's? Hi, wie geht's? Ich wusste, es kommt die Braue. Beknackte Brille, angedeuteter Mittelscheitel. Du siehst einfach scheiße aus. Finde ich damit ab. Ich stehe auch nicht immer morgens auf und sage irgendwie, ich bin cool, mir gehört die Welt. Ich habe so einen kleinen Garten, da habe ich so Tomaten. Da stehe ich morgens auf, dann gehe ich erstmal zu den Tomaten gucken. Aber wenn ich da in solchen Momenten heule, dann eher immer so aus Wut und Verletztsein. Aber wie haben die reagiert? Positiv oder erschrocken? Ich will auch mit dir über das Thema Suizid sprechen. Ausgebrannt zu sein, weil man sich so erschöpft hat, das darf man, aber von innen heraus einfach so erschöpft zu sein, dass man das Außen nicht mehr packt, das darf man irgendwie immer noch nicht, glaube ich. Was war denn die größte Aufgabe, die du in deinem Leben meistern musstest? Text lernen kann ich nicht und ängstlich gucken kann ich auch nicht. Das wird schon mal nichts. Wie ein Wahnsinniger Musik gemacht, immer wenn ich aus der Schule kam, Musik, Musik, Musik und habe mich ja so dahin geflüchtet.